Ayo, was geht, Freunde? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Be Rachel. Das letzte Mal sind wir hier stehen geblieben und ja, Freunde, wir haben jetzt sozusagen die Möglichkeit, gehen wir jetzt direkt zum guten Herrn Altbart oder werden wir uns heute mal ein paar Nebenmissionen angucken. Und da haben wir auf jeden Fall, sage ich mal, einiges zu tun. Mal gucken, was wir heute alles erreichen werden. Vielleicht finden wir sogar die ein oder andere Arche. Für die ein oder andere Fähigkeit mal gucken. Ich bin auf jeden Fall sehr guter Dinger, was das angeht. Und wir haben das letzte Mal hier diesen Panzer-Dingens bekommen. Das auch sehr, sehr cool ist. Und da bin ich mal gespannt, wie das Ganze aussehen wird. Und ob ich den überhaupt... Ja, ich kann den sogar fahren. Wir können ihn sogar fahren. Das sieht ein bisschen aus wie das... Batmobil. Sieht ziemlich krass aus wie... Wollt das Batmobil an? Bei Gott, das Batmobil, Digga. Guck mal, das ist das Auto von Batman. Und ein bisschen anders. Ach du heilige Scheiße. Energiekanone. Na gut, da würde ich sagen, wir fahren mal ein bisschen mit den Kollegen rum. Und... Ja, dann was machen wir denn Schönes? Entschuldigung. Ich weiß, was wir machen. Wir holen uns direkt einen scheiß Konvoi, Alter. Habt ihr Bock auf einen Konvoi-Jagd? Ich habe auf jeden Fall Bock. Jetzt ist die Frage nur, reicht das vom Speed her? Weil die Karre ist doch schon relativ langsam. Jawohl. Endlich geschafft, Alter. Boah. Meine Fresse, Alter. Oder das Teil, ne? Das ist so fucking... Unnormal träge, dass es schon unnormal ist. Wie sagen wir, gehen mal dorthin. An sich eine geile Karre, aber unnormal langsam. Also für Konvoi-Dinger. Der verdammte Ranger Jersey wäre hier nicht einfach so reinspaziert. Ja, Jersey ist tot. Du musst es also besser machen als er. Bereite dich so gut es geht vor, bevor du da reingehst. Scheiße. Okay, die schlucken unnormal viel. Gut, die schlucken unnormal viel. Komm schon, jawohl. So, erstmal kurz abchillen. So, komm hier, Alter. Mache Platz. Ja, hässlichen Hurensöhne. Yalla. Na, was geht ab? Sehr schön. Hallöchen. Schönen guten Tag. Alter, du legst dich mit dem Falschen an, Brother. Chest, hallo. Eliminiere alle River Hawks. Hammer abgeschlossen. Perfekt. Perfekt, Digga. Stufe 5. Hm.
Warum ist das unsichtbar, Alter? Mr. Bug. Sehr schön. Jack. Einfach, weil wir es können. Einfach, weil wir es können. Ranger, der Scrambler ist so gut wie fertig. Sieht super aus. Ein letztes Puzzleteil fehlt aber noch. Ich habe meine Informantin losgeschickt. Gulo, du kennst das kleine Frettchen, aber sie ist verschwunden. Ich fange langsam an, mir Sorgen zu machen. Ich brauche wohl wieder deine Hilfe, Ranger. Komm beim Arsenal vorbei, ja? Gut, ich komme. Ist unterwegs, aber erstmal tue ich hier nochmal aufräumen. Ist irgendwo ein Chessgegner da hinten, oder? Ach, da! Komm, dann tun wir hier ein bisschen aufräumen. Und dann gehen wir zu dem Typen hin. Und tief in Stufe 6. Und das wird ein bisschen. Das wird anstrengend. Das wird anstrengend. Wo ist die Kiste? Boah, Digga. Komm. Das ist der Wahnsinn, was die schlucken. Der absolute Wahnsinn, Alter. Das ist krass. Chuck. Alter. Ah, verstehe. Das ist geil. Geht das echt nice. Wo ist denn der Hurensohn? Hallo. Hier ist doch noch einer. Na, wo bist du, Bruder? Wo bist du? Zeige dich. Zeige dich. Sind wir wirklich nicht. Sind wir wirklich noch nicht. Jetzt sind wir es aber. Mit Vergnügen. Sehr schön. Ach, da drin ist die Scheißkiste. Jetzt haben wir's. Na gut, was bist du für ein Hässler? So, da würde ich sagen, haben wir das, dann müssen wir. Wo ist die nächste Mission? Also der Panzer wird dann, glaube ich, so oder so zurückgebracht, soweit ich weiß. Und da ich schnell unterwegs sein möchte, neues Spiel, neues Glück. Rufe ich mir einfach Dingens. Meinen Phönix, weil die Karre, die ist zwar geil, keine Frage. Macht doch. Hä, vercheck ich jetzt nicht, Alter. Macht aber unnormal Dingens. Ja, ist das. Ist halt unnormal träge. Das kann ich halt jetzt. Mich halt so Streckenfahrer gar nicht gebrauchen. Aber es ist ein gutes Auto. Also, beziehungsweise der Panzer ist stark.
Ich brauche, dass das flink ist. Mal schnell von A nach B zu kommen. Ach du Scheiße. Oh, ist so schön, so viel Turbo zu haben. So schön. Herrlich, einfach wundervoll. So viel Turbo, Bruder, das ist schick. So. Das ist noch ein langer Weg, Digga. 1400 Meter noch. Kriegen wir aber hin. Machen wir später. Oh Gott. So, rede mit Marshall. War mal lang nicht mehr hier, Alter. Lange waren wir nicht mehr hier. Komm bald wieder, Walker. Mal auf den Hasen. So, rüber zum Marshall, Alter. Geht nicht, schön wär's gewesen. So, wo ist der Zigan? Wo ist der Zigan? Hallo? Ach, da unten. Also wo liegt das Problem? Gulo ist verschwunden. Und ohne ihre Infos sind wir aufgeschmissen. Ach ja? Nun, der Scrambler sollte den Sicherheitscheck der Obrigkeit überstehen. Dafür muss er aber auf ihr aktuelles Sicherheitssystem ausgerichtet sein. Sonst klappt es nicht. Von wegen Immortal. Die werden schon noch sterben. Ich hol sie da raus. Viel Glück, Ranger. Bring den kleinen Fuselschwamm lebend zurück, ja? Müssen wir ja, oder? Na gut, so, okay, warte, lass mich mal ganz kurz was gucken. Finde Gulo in der Dis. Ah, jawohl. Da retten wir mal den Burschen. Jojo. Raus hier, wo ist unser Karre? Unser Karren, sehr schön. Wo ist unsere Mission? Bin ich jetzt blind? Ach da. Auch gar nicht mal so weit. Gar nicht mal so weit. So, mal auf schnelle Basis dorthin flitzen. Und den kleinen Bubi-Bub mal retten.
Ich hoffe, der oder die hat überlebt. Wenn nicht, das wäre scheiße. Nein, danke. Lasse mich in Frieden. Da kümmere ich mich irgendwann mal drum. Jetzt haben wir erstmal Hauptmission. Nähere mich der Stiernackenfestung. Gut. Gulo trägt ein Locus-Gerät bei sich. Technologie für Informanten. Es gibt ein Signal ab, das du auf dieser Frequenz empfangen kannst. Echt raffiniert. Eliminiere alle Shrouds. Dann eliminieren wir mal alle Shroud-Söhne. Oh, warte ab, Bruder, warte ab. Nein, 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 nein. Digga, was die nehmen. So, pass auf, Digga. Nein, schon vorbei, schade. Als ob das alle waren. Lass mich doch rollen. Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass alle waren. Wo sind diese Bastarde? Jetzt siehst du mich wieder. Alter. Alter. Scheiße. Komm, stirb. Auch. Komm, stirb doch, du Unsinn. Alter. Digga. Gerecken. Warte mal. Oh ja. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Reck du und so. Ah cool, wir haben den Dingens. Geil, Autoteile. Alter. Das ist ja der Wahnsinn.
Ich treffe nicht mal. Bruder. Ich treffe nichts. Nein, ach komm. So, nochmal ein neuer Versuch. Sehr schön. Alter Scheiße. Digga. Scheiße. Alter, ich kann hier nichts machen, ne? Chuck. Ich habe zu wenig Muni, Alter. Du Hurensohn, Alter. Eliminiert, Alter, das war schlimm. Boah, war das schlimm, Digga. Alter, das war echt kritischer Hase, Mann, aber von ganz fein, ganz extrem, Alter. Boah, das waren, ich will nicht wissen, wie viele das waren. Jawohl. Was das? Noch eine fürs Protokoll. Geil, Alter, Icarus. Etwas Schönes. So, jetzt ist die Frage. Jetzt müssen wir einen Gulo finden. Aber erstmal brauche ich Munition. Ganz dringend. Erst brauche ich Moon, Alter. Sehr schön, ja damit. Ja, mit dem Scheiß. Was haben wir noch? Hier ist gar nichts, wie es aussieht, ne? Aber ich kann mit dem Aufzug fahren. Kommen wir jetzt irgendwo hin, was wir schon kennen, oder können wir irgendwo ganz neu hin? Ich glaube, wir kommen irgendwo ganz neu hin. Yep. Gulo. Tot. Aber das Signal ist noch aktiv. Rip, Alter. Tut mir leid, Gulo. Das wird jetzt etwas eklig. Boah, Alter. Die Geld haben die Fool aufgeschlitzt, Alter, ekelhaft. Bin eingesperrt, während ich das hier aufnehme. Wir sehen uns wohl nicht wieder. Tom ist der einzig redliche Typ, den ich kenne. Die Koordinaten zum Obrigkeitsbau sind auf dem Locus. Ich werde das Teil jetzt runterschlucken, wie du gesagt hast. Hoffentlich schlitzen sie mich nicht auf. Du wirst mich über das Signal finden. Mein Freund. Alter, RIP. Schlechte Nachrichten. Gulo, sie ist tot. Verflucht. Ich werde sie vermissen. Adios, alte Freundin. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Dafür gab sie ihr Leben. Der Locus. Die Koordinaten zum Obrigkeitsbau befinden sich darauf. Dann los. Bring in Erfahrung, was für ein Sicherheitssystem sie nutzen. Bin unterwegs.
Wenigstens wird ihr Tun nicht umsonst gewesen sein. Kannst du laut sagen, sie wird in diesem Kampf bei uns sein. Und so wird die verlassene Obrigkeitsbasis, okay. Machen wir. Ja, mit dem Scheiß. Ja, damit. Ist sonst doch irgendwas. Ein bisschen Munition. Sonst ist hier, glaube ich, nichts. Zwei fehlen uns noch. Hier nicht. Hier irgendwie, glaube ich, auch nicht. Ach komm, auf die zwei scheiße ich, Alter. Auf die zwei scheiße ich so. Aktiviere Systeme. Oh. Ab geht der Junge. So, auf schöner, spritziger Basis. In diese Station rein. Geht ja nicht lange. Kümmere ich mich irgendwann rum. Autsch. Der Typ wird sich ein bisschen an wie Vin Diesel. Marshall, Gulo hat nicht übertrieben. Das ganze Gebiet wimmelt von Immortal Shrouded. Diese Penner haben Gulo auf dem Gewissen. Versuch reinzukommen und mir die Info zu verschaffen. Aber pass auf, es sind üble Fixer. Ich hol dir, was du brauchst. Die werden schon noch sterben. So, weg mit euch, ihr Huns. Weg! Scheiß Bastard, Alter. Verlassene Obrigkeit. Na gut, das gucken wir uns dann in der nächsten Folge an. Wenn es wieder heißt, Let's Play Rage, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns in der nächsten Folge, Freunde. Bis dahin, haut rein, ich sag mal ein Wort. Peace out.